Schlechte Umfragewerte, miese Wahlergebnisse und der plötzliche Rücktritt von Ex-Parteichefin Andrea Nahles hat die SPD in den letzten Monaten ordentlich ins Schaukeln gebracht. Nach Monaten ohne Führung wurde am Wochenende in Berlin dann endlich ein neuer Vorsitz gewählt. Erstmals in der Geschichte der SPD wird die Partei nun von einem Mann und einer Frau gemeinsam geführt. Man ist sich einig, mit der SPD soll es ab sofort wieder bergauf gehen. Uneinigkeit dagegen über die Zukunft der Großen Koalition. Bleiben oder gehen, das spaltet die Gemüter in der SPD. Ein Teil der Großen Koalition bleiben oder einen neuen Kurs ohne die Verbindung zur CDU einschlagen. Die SPD musste viel in den letzten Jahren einbüßen. Sie verlor in der Europawahl 12% und erzielt bundesweit nur noch Werte von 15%. Dieses Ergebnis ist historisch schlecht. Daher sucht sie nun nach einer neuen politischen Richtung, um sich von der CDU-CSU abzugrenzen. Das Ziel? Ein neuer linker Kurs. Dazu gehört die Grundrente, höhere CO2-Steuern beim Klimapaket und die Rückkehr zur Vermögenssteuer. Die neue Doppelspitze um Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans verspricht genau das. Wie genau sehen das die Bürger? Für wie glaubwürdig halten sie die neue Richtung der SPD? Ja, es gehört ja zur SPD. Ich meine, das ist ja eine neue Idee. Schauen, wie sich das vereinbart mit der Koalition. Ich meine, wenn die den Bruch riskieren, sollen sie es bitte tun. Warum nicht? Halte ich aus taktischen Gründen sehr schlecht von der SPD. Bei den Umfragewerten weiß nicht, was sie damit bezwecken wollen. Aber irgendwo müssen sie was machen, ja. Ich begrüße das. Ich finde es gut. Ein leichter Linksruck könnte die SPD glaubwürdiger machen. Ich glaube nicht, dass da irgendwas wird. Die sind die ganze Zeit schon immer dran, rum. Die kommt. Da wird nichts passieren, gar nichts wird da passieren. Also es war überraschend, dass da jetzt zwei Personalien aufgetaucht sind, die so keiner auf der Agenda hatte. Aber das muss ja nicht schlecht sein. Insofern hoffe ich, dass da jetzt mal so ein Neuanfang durch die Partei geht. Die sind so mit markigen Sprüchen angetreten und sind dann also jetzt schon auf dem halben Weg wieder zurück. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt gut ist. Die Duisburger stehen dem Ganzen noch etwas kritisch gegenüber. Die SPD Duisburg ist von der Doppelspitze Esken und Borjans und der neuen linksorientierten Richtung der Partei hingegen überzeugt. Diese hat von Anfang an für einen Austritt aus der GroKo geworben. Damit rudern sie nun zurück. Ein abrupter Ausstieg macht in den Augen der Partei nun doch keinen Sinn mehr. Ja, Uneinigkeit über die Zukunft der Großen Koalition und welche Auswirkungen die Wahl der neuen Parteispitze hier für Duisburg hat. Darüber wollen wir jetzt unter anderem sprechen und zwar mit Sarah Philipp, SPD-Landtagsabgeordnete. Herzlich willkommen, Frau Philipp. Vielen Dank. Ein klares Profil zeigen, wieder erkennbar sein, da will die SPD wieder hin. Und das stelle ich Ihnen jetzt einfach mal. Ist man mit der Wahl der neuen Parteispitze dem ein Stückchen näher gekommen? Ja, auf jeden Fall. Das war ein guter Parteitag mit vielen guten Beschlüssen. Das Highlight war natürlich die Wahl des neuen Vorsitzenden-Duos. Das war sicherlich erstmal so das Aufregendste am ersten Tag. Und die sind ganz klar angetreten mit dem Versprechen, dass es kein Weiter-so gibt. Und das war auch aus meiner Sicht das Entscheidende, dass die Mitglieder gesagt haben, ja, diesen beiden, denen vertrauen wir, denen wollen wir eine Chance geben. Und ein Weiter-so hilft uns nicht. Und wir wollen jetzt eben auch neue programmatische Punkte. Jetzt haben die Wähler ja immer wieder bemängelt, dass die SPD sich nicht klar positionieren würde. Esken und Walter-Borjans haben sich in den letzten Wochen ja klar gegen die GroKo ausgesprochen. Positioniert hat sich die SPD am Parteitag aber nicht wirklich in Bezug auf die GroKo. Wie passt das zusammen? Das ist das GroKo-kritische Duo gewesen in der Auswahl. Also das andere Duo hat ja ganz klar gesagt, wir wollen weitermachen. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken haben gesagt, wir sind da GroKo-kritisch. Eine große Koalition kann kein Zukunftsmodell sein, das sehe ich genauso. Aber man muss natürlich auch den Wählerinnen und Wählern, den Bürgerinnen und Bürgern erstmal anbieten, was wollen wir denn? Und deswegen ist auch absolut richtig zu sagen, jetzt hoppla hopp, ohne Plan aus der GroKo raus. Da kann, glaube ich, keiner auf der Straße was mit anfangen. Wir müssen jetzt erstmal sortieren, was sind unsere Punkte. Mindestlohn von 12 Euro, Vermögensteuer, mehr Investitionen, eine Kindergrundsicherung, eine Abkehr von Hartz IV. Das sind ganz viele wichtige Punkte aus meiner Sicht und die haben wir alle am Wochenende beschlossen. Was würde denn ein Ausstieg aus der GroKo für die SPD bedeuten? Naja, ist die Frage, ob das jetzt in der jetzigen Phase, ohne überhaupt mit der Union gesprochen zu haben, so sinnvoll ist. Ich finde es wichtig, jetzt erstmal das Angebot zu machen. Hier sind zwei neue Vorsitzende. Das sind unsere Beschlüsse. Liebe CDU, liebe CSU, was sagt denn ihr dazu? Und da müssen die erstmal sagen, beim Klimapaket wollen wir nicht nachverhandeln. Mindestlohn von 12 Euro wollen wir auch nicht. Investitionen in Infrastruktur und Bildung finden wir auch doof. Ich weiß nicht, ob die Union das so mitgehen kann, aber das möchte ich gerne auch mal von denen wissen.
Es bleibt auf jeden Fall spannend, wir wissen es auch nicht. Wenn wir das jetzt, was am Wochenende passiert und beschlossen wurde, mal regional betrachten, also was bedeutet die Wahl der neuen Parteispitze hier für die SPD in Duisburg und auch für die Bürger hier vor Ort? Also ich glaube, dass nicht das Hauptthema der Bürgerinnen und Bürger ist, wer führt jetzt die SPD-Spitze. Ich glaube, da muss man immer auch so ein bisschen gucken, dass man das nicht selbst überhöht. Das war jetzt für die Partei eine wichtige Entscheidung, aber wichtig ist, was kommt jetzt hinten raus? Und wenn wir sagen, wir wollen mehr Investitionen, wir wollen auch einen Altschuldenfonds zum Beispiel, also wir wollen die verschuldeten Kommunen entlasten, eine ganz wichtige Forderung, dann ist das, was auf Bundesebene sich abspielt, aber was am Ende auch für Duisburg ganz, ganz wichtig ist beim Thema Verkehrsinfrastruktur. Das Thema Arbeitsplätze spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Und wie geht es mit der Wirtschaft weiter, mit der Stadtentwicklung? Und da ist das, was dann auf Bundesebene beschlossen wird, am Ende auch ganz entscheidend für die Kommunen und dann eben auch für Duisburg. Sie haben auch gerade schon ein paar Punkte genannt, zum Beispiel 12 Euro Mindestlohn, härteres Klimapaket. Was muss denn am dringendsten von den Punkten jetzt wirklich zeitnah und schnell umgesetzt werden, auch in Bezug für Duisburg? Also das Thema Investitionen ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch uns klar dafür ausgesprochen haben, wir brauchen einen starken Staat und der muss dann eben auch Geld in die Hand nehmen. Und wenn man sich die Infrastruktur im Ruhrgebiet anschaut, dann ist da noch eine ganze Menge zu tun. Wir kennen hier alle die bröckelnden Brücken um Duisburg herum. Wir müssen in sozialen Wohnungsbau investieren, auch das haben wir beschlossen. Und wenn es einen Mindestlohn gibt und wenn die Leute auch insgesamt durch Investitionen auf dem Arbeitsmarkt davon profitieren, dann sind das alles Punkte, wovon auch in Duisburg viele Menschen am Ende was von haben werden. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass fast die Hälfte sich gegen Esken und Walter Borjans ausgesprochen haben. Wie will man jetzt Skeptiker und Befürworter in ein Boot holen? Wird das eine Herausforderung werden für die Zukunft? Ich glaube, man ist immer enttäuscht, wenn dann das Duo, was man selbst gewählt hat, es vielleicht nicht geworden ist. Aber ich hoffe nur eine kurze Zeit. Am Ende waren das zwei Teams, die aber beide in der SPD sind. Also es ging ja darum, möchte ich das ein oder das andere sozialdemokratische Team. Von daher ist die Entscheidung getroffen, das ist jetzt abgehakt. Wir haben gesagt, wir wollen diese wichtigen Beschlüsse fassen und dann wollen wir das aber auch alle zusammen vom Bundestagsabgeordneten bis zum Ortsvereinsvorsitzenden dann auch alle gemeinsam tragen. Also alle Mitglieder sind jetzt auch in der Verantwortung, das nach draußen zu tragen. Weil ich glaube, die Leute wollen nicht eine SPD, die sich den ganzen Tag mit sich selbst beschäftigt. Die wollen wissen, was macht ihr für uns? Und ich glaube, da haben wir gute Beschlüsse gefasst und das müssen wir jetzt auch an Mann und Frau bringen, damit die Leute auch wieder Vertrauen zurückgewinnen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Was erwarten Sie denn jetzt konkret von den beiden Parteivorsitzenden? Welche Akzente müssen beide setzen, um die SPD auch wieder ganz nach oben zu katapultieren? Ja, diese Punkte, die wir beschlossen haben, die müssen jetzt auch natürlich mit dem Koalitionspartner verhandelt werden. Da müssen jetzt Gespräche geführt werden. Das erwarte ich von den beiden. Ich glaube, wir müssen mit mehr Selbstbewusstsein auch auftreten. Wie gesagt, das, was wir beschlossen haben, ich kann mir schon gut vorstellen, dass das draußen sehr gut ankommt, weil eben sehr viele Menschen davon profitieren. Und da muss man auch mit Selbstbewusstsein in solche Verhandlungen und Gespräche gehen und dann auch mal klare Kante zeigen und sagen, wir sind wieder da, wir haben hier einen Plan. Und jetzt sagt ihr mal, CDU, CSU, was ihr davon haltet. Viele Wähler, Bürger fragen sich natürlich jetzt auch, ja, wann ist es denn jetzt bitte soweit? Also beim letzten Parteitag, da gab es noch Uneinigkeit. Können wir ein bestimmtes Zeitfenster sagen? GroKo ja, GroKo nein, wann wird es beschlossen endlich? Das kann ich nicht sagen. Also da muss sich jetzt auch die Union erstmal bewegen. Die haben ja bislang, so wie ich das gelesen und gehört habe, kategorisch abgelehnt, überhaupt noch mal über Inhalte zu sprechen. Das steht aber im Koalitionsvertrag drin. Also wir haben jetzt Halbzeit und es steht ganz klar im Koalitionsvertrag, da wird mal geguckt, wie hat sich in den letzten zwei Jahren die Welt weitergedreht. Und das hat sie nun mal, gerade auch beim Thema Klima. Also ich glaube, wenn zum Beispiel es vor zwei Jahren schon Fridays for Future gegeben hätte, dann hätte vielleicht so ein Klimakapitel im Koalitionsvertrag auch andere Bedeutung gehabt. Also von daher gibt es viele Gründe, da auch nochmal reinzugucken und auch nochmal nachzuverhandeln. Und wenn die Union sich da verweigert, dann bricht sie am Ende den Koalitionsvertrag und darüber muss man dann reden. Ganz kurz noch zum Schluss, Ihre persönliche Einschätzung, steht die GroKo vor dem Aus? Im Moment nicht, nein. Okay, klare Worte würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Dankeschön, Frau Sehr Philipp. Gerne.